Hallo, willkommen zurück zur Sim Farming Challenge hier auf der Rehbach. Wie immer mit dem lieben Smelly wieder am Start. Grüß dich Gott. So hört sich Smelly an. Yeah. Ich bin ein Gangster-Rapper. Yeah. So, wir waren gerade am Diskutieren. Ist jetzt langsam tatsächlich auch das Limit. Oh, da hat er noch was stehen lassen, der Sack. Das Limit so ein bisschen erreicht ist, was möglich ist mit unserer bisher recht konventionellen Herangehensweise, was das Felderernten angeht. Und auch die Anzahl der Felder einfach jetzt langsam echt krass hoch ist. Und so, warte mal, wir werden den Kurs jetzt mal hier löschen, den brauchen wir nicht mehr. Und ja, ne, auch einmal so eigentlich so ein Ding. Hätte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass wir tatsächlich so viele Felder irgendwann haben. Also ich habe eigentlich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es tatsächlich sich mal so entwickelt, aber dass wir tatsächlich dann so krass aufgestellt sind. Was? Ja. Achso. Was? Das waren Genen. Oh, jetzt wird der Drescher weiß. Von da tatsächlich auch ein guter Punkt, mal einen Break zu machen. Aber ja, wie gesagt, ein Jahr. Ein Jahr, ja. Macht, glaube ich, noch Sinn, oder? Wir können Silvester feiern. Ja, stimmt, wir können mit Silvester abschließen dieses Jahr. Gibt es großes Feuerwerk? Oh, gucken. Geht das? Kriegen wir das hin? Boah, ist der Drescher jetzt echt Fügen weiß Sie Ihr geworden. GIF hier ein. Das könnte man echt mal gucken. Ich muss mal nach einer Mod gucken. Hier so Silvestermäßig. Oder schreibt mal in die Kommentare. Gibt es eine Silvester-Mod? Die ein paar Raketen abschießt? Sicher. Sag mal. Ups. Was ist denn heute los? Ja, ich weiß sie auch nicht. Was da? Orts auf dies, hast du einen guten Maß? Ist bissl ja. Dies erklärt's. Und da glaubst du, los über. Ne. Na schau. Das glaube ich nicht. Und das darf ich nicht sein. Ach, guck mal. Das darf ich nicht wahr sein. Na. Guck dir das Ganz an. voll. Guck. Was? Guck dir das an. Guck, die haben Sonnenblumen angepflanzt hier. Das ist ja der Wahnsinn. Kaufen. Sind wir nicht reif. Unkraut wachsen, Herbizid. Ja, dann kannst du es ja eh schon wieder vergessen, ne? Dann kannst du gleich Weizen abbauen. Ja, ne Weizen fürs Weizen. Ja. So, aber der wird erstmal hier ab in die Waschanlage, hätte ich jetzt gesagt, ab zum Kercher. Boah, Speicherpunkt. Schafe alle munter, alle wieder auf. Gestanden. So. Mal die Hofeinfahrt hier kriegen. Wir haben es geschafft. Ja, dass mal so Riesenmaschinen auf dem Hirtenhof hier anwesend sein werden. Wahrscheinlich auch keiner gedacht. Aber der Ackerbau ist natürlich sehr, sehr profitabel, ne? Kann man nicht anders sagen. Das stimmt. Komm, geh mal sauber. So. Drescher auch noch schön sauber machen. Alles schön sauber. Sieht man auch, wie die Abnutzungsspuren hier so sind. Das ist der Wahnsinn. Schön sauber machen hier auch den Fugen. Uff, nicht so weit weg. Alles schön sauber.
So, oh, der glänzt wieder. Guck, ist auch noch sauber hier hinten. Ja, perfekt. Ja, schon mal Wasser verschwenden, dann können wir es, glaube ich, richtig verschwenden. So, hier noch was. Georg hat einen Breakdance gemacht. Hat sich wieder ins Dorf gebeamt? Nö. Wie damals? Ich habe es auf den Hänger gelegt, aber verkehrt herum. Und das hat es gemacht. Ups. 180 Grad Drehung. Ne. Zu sportlich ist das. Das kriegt nicht jedes Mehrwerk hin. Nö. Yeah. So, war hier der ist, oh, der sieht so gut aus. Das ist ein Screenshot wert. Folgenname: Drescher sauber. Naja, gut, bisschen einfaches los. Drescher der sauber. Der ist wieder gut. Drescher der sauber, alias Kercher. Was? Hey? Featuring Kercher, so. Achso. Hätte andersrum fahren sollen, das wäre cleverer gewesen. Clever? Danke. Ja, bei uns allgemein? Ja. Musst ja nicht nochmal extra drauf hinweisen. Ach, ich stehe zu meiner Dummheit. Achso. Ich nicht. Was? Nicht? Ja. In die Ackerboys. Was will man da erwarten? Achso. Will man da was erwarten? Wobei, wenn wir auf unsere Kontostände gucken, ich meine, ne? So schlecht sind wir da auch wieder nicht. Ja, wo bist du bei knapp 2 Mille? Ja, da bin ich ein bisschen weiter weg. Ja, du hast eine Verkaufsphase. Da ja, noch ich nicht, muss auch beziehungsweise sagen, ich habe das Sojabohnen deutlich nicht so forciert wie du. Deutlich nicht. Du hast deine Mehlproduktion, ne? Ja, ich habe da ein bisschen mehr herumprobiert. Das könnte nochmal spannend werden. Das könnte mich noch ein bisschen in die Knie zwingen, muss ich ja gestehen. Glaube ich nicht. Meinst du? Weil das Mehl weniger wert ist wie die Sojabohnen. Und deutlich länger dauert. Was man auch machen könnte, dass man mal, so quasi in der nächsten Challenge, dass man so eine Art Reihenfolge oder dass man eine Maximalanzahl bestimmt, wie viele Felder mit einer Fruchtsorte angesät werden dürften. Was ich ganz cool finden würde, wenn es auf der Map dann so wäre, dass du quasi, um wirklich Geld zu machen, einen gewissen Zweig gehen musst und dich weiterentwickeln musst. Was meinst du damit? Naja, du brauchst zum Beispiel die Frucht, damit du das anbauen kannst, und wenn du das anbaut hast, dann kannst du das da und dort verchecken, damit du beispielsweise zum nächsten kommst, so ein bisschen verkettet das Ganze, ne? Ja. Wobei einer der Punkte ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was wir in den nächsten Challenge tatsächlich auch wahrscheinlich dann eher vorschlagen würde, tatsächlich mit der Saison so ein bisschen zu gehen. Hier haben wir ja tatsächlich, ne, wir können jeden Monat alles anpflanzen, das ist in 2 Tagen reif. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie so machen, ne, dass du das quasi einmal im Jahr erntest, also, ups, nicht das hier, so. Dann, ja, man schaut, dass man die Tage halt, hättest ja das Problem da in der Theorie, wenn du nur einmal im Jahr ernten kannst, siehst du das einmal an und dann hast du lange nichts. So. Ja. Und dass man da irgendwie vielleicht entweder mit der Zeit so ein bisschen rumspielt, dass man guckt, ob man die Zeit eher begrenzt oder die Tage zeittechnisch irgendwie verkürzt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Zumindest, dass wir da auch einen richtigen Winter hätten. Mhm. Das
Das wäre ja auch mal eine Überlegung wert. Aber gibt's viele Möglichkeiten. Mit Streudienst. Mit Streudienst. Das wäre auch mal sehr interessant. Oh ja, ja. Zurück zum Hof. Und wir inzwischen ja als Profis hier natürlich auch den Schwierigkeitsgrad noch hochstellen. Momentan spielen wir ja, haben ja die einfache Variante. Natürlich auch noch ein bisschen hochdrehen. Wie meinst du die einfache? Ich glaube hier den Wirtschaftsfaktor oder wie das hier heißt. Ah. So. Wie auch immer noch bei der ursprünglichen Rehbach-Version hier am Start. Es gab ja zwischendurch nochmal ein Update, was allerdings dazu geführt hätte, wenn wir es hätten nutzen wollen, dass wir quasi einmal den Reset-Knopf drücken müssten. Oder gemusst hätten. Ist hier auch nicht so... ja. Nicht so frei gewesen. Ja. So, den haben wir, der muss vom Feld. Oh. Aber ey, gut kalkuliert, 95% gefüllt hier. Ja. Jetzt die große Frage der Fragen. Nehmen wir gleich mal hier an. Was sagt denn der Verkaufspreis? Spiegel an der Wand. Ja, so in der Richtung. Was sagt der Verkaufspreis im ganzen Land? Doch, Februar ist der Verkaufsmonat, definitiv. Und die Frage, wie hoch er noch steigt, denn aktuell auf 4,5. März soll schon wieder runtergehen. Sojabohnen. Ah, die brauchen noch ein bisschen. Gerade im Februar, dann haben wir ja im März, April, Mai, Juni ist dann Verkaufsmonat für Sojabohnen. Boah, das wird nochmal krass. Dann ab ins Lager damit. Nichts anderes machte gerade Sinn. Auf jeden Fall auch abgeliefert da drin. Da können wir die Felder nämlich auch schon wieder jetzt soweit ansehen. Ja, ansehen tue ich sie immer wieder. Sind echt schön. Ne? Ist so. Ja. Okay. So. Hat der echt noch hier so einen Kurs drin? Da hätten einen Kurs drin. Nein. Kann der hier nämlich schon mal sich die Sämaschine greifen und da loslegen.
9 haben wir schon wieder. Ja, die Zeit rast. Die rast überall. So, warte mal, können das Gewicht hier so geschickt abstellen, dass wir möglichst wenig Platz hier verstellen. Vielleicht nicht genau vor die Haustür. So, also wenn so ein 1,5 Tonnen Gewicht direkt auf der Hausschwelle steht. Dann müsstest du sagen, nee, Schatz, du musst doch ein bisschen abnehmen. Der war in der Tat sehr gewagt. Gleich. Wenn der erste Wegpunkt ist, da oben irgendwo. Also machen wir den ersten Wegpunkt und Start. Kommst du da hin? So. Was hat er denn hier? Mineraldünger, das. Okay, da können wir ein bisschen auffüllen. So. Und dann nehmen wir uns ihn oder ihn. Mal nehmen wir ihn. Ihn? Okay. Ihn. So, warte mal, kriegen wir den dann noch? Ah, kriegen wir den befüllt? Ist ja immer so eine Herausforderung hier. Schön nicht da. Na, da war er. Mal auf. Yes. So, können wir ein neues Sack und auf jeden Fall mal bald mal holen. Wie kann ich jetzt hier drehen? Indem du am Lenker drehst. Danke für den Tipp. So endet das dann hier mit dem Rad in der Luft. So fliegt gerade meine Sehmaschine durch die Gegend, was? Karma, Bitch. Ja. Das war Instant Karma. Das war sowas von. So, warte mal. Wir müssen noch ein bisschen Mineraldünger hier holen. Sehr gut. Wie tief liegt er denn eigentlich? Ja, geht. Kann ich nochmal einen Screenshot für die Folge machen? Screenshot. Und dann war es das auch schon wieder für die Folgen. Rennen heute aber auch förmlich. Das ist der absolute Wahnsinn. Sieht doch besser aus, wenn es andersrum ist. Wenn das Ganze gefallen hat. Ganz wichtig, lasst ein Like da, gerne einen Kommentar. Und falls noch nicht passiert, ein Abo. Die Glocke aktivieren, kein Video mehr verpassen, ganz wichtig. Und hier die Stimme, die hier immer so ein bisschen aus dem Off klingt, ist Melly. Da. Hallo. Followen, abonnieren, Kanäle, YouTube, Twitch, alles unter der Videobeschreibung. Und Ackerboys Rap, ebenfalls verlinkt unten, mal anhören. Unbedingt. Sehr geil. Da gibt es demnächst bei mir auf dem Kanal auch ein bisschen mehr Real-Life-Shit. Bisschen mehr unterwegs. Smeddy's Journey. Zeig ich euch ein bisschen Österreich. Smeddy macht Vlogs. Sehr geil. Ganz wichtig. Und Insta, ne? Insta auch followen. Ganz wichtig. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge hier wieder. Wenn es in Rehbach auch wieder weitergeht. Tschüss. So ein paar eine Linksammlung da reinpacken. Ja, wirklich. Und weiter geht's nächstes Mal in Rehbach. Bis dann, sag mal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.